Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder hier bei den Chess Buddies, dem YouTube-Kanal von Christian Braun und mir. Hier ist in der letzten Zeit nicht so viel passiert zugegebenermaßen und wir freuen uns, dass ihr trotzdem fleißig weiter unseren Kanal abonniert habt und uns auch persönlich angeschrieben habt bezüglich ein paar Themen und uns gefragt habt, wo denn die neuen Videos bleiben. Also Christian und mir, uns geht's gut. Durch andere Themen ist unser Kanal so ein bisschen eingeschlafen und ich dachte, komm, ich mache mal wieder ein paar neue kleine Videos für unseren YouTube-Channel. Und zwar habe ich im August die deutsche Meisterschaft mitgespielt, und zwar im Blitzschach in Magdeburg. Das einzige Schachturnier auf dem Brett, was seit Ausbruch von Corona stattgefunden hat für mich. Und es lief ganz gut und ich wollte euch jetzt ein paar Partien auf dem Kanal hier vorstellen. Einmal gegen die besten deutschen Leute und dann mache ich vielleicht auch noch ein paar Videos zu meinen Partien mit der skandinavischen Eröffnung, weil dazu habe ich gerade topaktuell einen Kurs aufgenommen für Chessamy, dem Kanal von Ilja Zagatski und den Lubbes. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber starten werde ich mit ein paar Videos gegen die besten deutschen Leute bei dem Turnier. Und da spielte ich in der 8. Runde, nachdem mein Start ganz gut war. Ich hatte aus den ersten 7 Partien 5,5 Punkte geholt, also 5 Siege, 1 Remis und nur eine Niederlage. Und in Runde 8 traf ich dann auf Matthias Blühbaum, die deutsche Nummer 1, mittlerweile Elo-Zahl jenseits von 2650, mit Schwarz natürlich eine Aufgabe. Matthias spielt eigentlich immer erstens D4, auch gegen mich. Und ich hatte die letzte Turnierpartie gegen ihn mit erstens D5 gespielt und ziemlich kläglich verloren, gar keine Chance gehabt in einer Meraner-Variante. Er kannte sich gut aus und solche Stellungen spielt Matthias halt richtig stark. Und ich denke, wenn man gegen ihn eine Chance haben will, zumindest im schnellen Schach, dann sollte man ein bisschen dubiose Geschichten spielen, ruhig den Läufer 4 entschattieren. Und deswegen wählte ich hier den guten alten Sniper, also G6. C4, Läufer G7, Matthias besetzt das Zentrum mit allen Bauern und der Sniper zeichnet sich aus durch den Zug C5 und langfristig möchte man natürlich hier einen sehr starken Läufer haben. Gab es da mal so ein schönes kleines Buch zu, wenn ihr da mal gucken wollt, was ich mit, gelesen hatte, und dann hatte ich mit Schwarz diese Eröffnung gerne mal ausprobiert. Ich gehe aber hier in der Partie jetzt gleich über in die Eröffnung modernes Benoni, eine Eröffnung, die ich sowieso gerne spiele, da bin ich jetzt durch Zugumstellung gleich reingekommen. Also Matthias spielt hier D5, stattdessen ist natürlich auch Springer F3 ein Zug, aber kommt zu anderen Systemen, deckt den Bauern auf D4 und kann man mit D6 zum Beispiel spielen oder versuchen mit der Dame rumzufuschen, mit Dame A5 Schach, aber das ist dann ein anderes Thema. Matthias, sehr klassischer Spieler, spielt hier den prinzipiellen Zug D5, besetzt Raum im Zentrum. Und nun gut, jetzt mache ich mit Schwarz D6. Matthias spielt H3, einfach weil hier ist der Läufer auf C8 oft gar nicht so eine tolle Figur. Und wenn Weiß Springer F3 spielt, dann kann man früher oder später ganz gut den Läufer ruhig abtauschen. Auch gegen den Springer, weil der auf C8 sonst immer Probleme hat, hier Felder zu finden. Und daher ist H3 hier ein beliebter Zug, um diesen Läufer weiter einzuschränken und Läufer G4 rauszunehmen. Ja, nun wähle ich hier an der Stelle E6. Springer C3. Und die Stellung hatte ich tatsächlich, glaube ich, in der ersten Turnierpartie gegen Matthias. Damals war er natürlich noch sehr jung und ich hatte, meine ich, hier Springer E7 gespielt und mich hier flexibel gehalten und hatte dann sogar später mit E5 und F5 gespielt. Also auch das ist eine Option, die man hier hat. Jetzt in der Partie spielte ich aber Bauer schlägt D5. Und nun hat Weiß zwei Optionen, C schlägt oder E schlägt D5. Auf E schlägt D5 hat diese Zugfolge hier den Vorteil, dass ich mich mit dem Springer noch nicht festgelegt habe. Und hier kann man ganz gut den Springer nach E7 spielen. Und wenn dann Läufer D3 kommt, normaler Entwicklungszug, um den Läufer rauszubringen, die Rochade vorzubereiten, kann man das hier ganz gut nutzen und früher oder später Läufer F5 spielen oder halt erst noch Springer D7, Springer E5 und später Läufer F5. Aber auf jeden Fall hat der Springer auf E7 ganz schön dieses Feld F5 unter Kontrolle. Matthias spielte deswegen C schlägt D5 und jetzt bringt mir Springer E7 nichts mehr. Da steht der Springer jetzt ja nicht besonders gut, weil er keine Felder hat. Deswegen spielte ich jetzt Springer F6 und nach Springer F3 sind wir in einer ganz normalen, modernen Hauptvariante des modernen Benonis. Und hier zocke ich im Blitzschach ganz gerne gegen Leute, gegen die ich auch gewinnen will. A6 droht B5, was heißt droht, aber das möchte man natürlich spielen, deswegen verhindert Weiß den mit A4 und Springer D7. Und das Spiel zocke ich ganz gerne, findet ihr auch Partien von mir, wenn euch das näher interessiert. Die
Korrekte Hauptvariante ist allerdings hier einfach zu rochieren und nach Läufer D3 nun den Zug B5 zu spielen. Einige von euch werden das schon mal gesehen haben. Ein kleines Bauernopfer hier, was Weiß zwar annehmen wird, aber den Bauern wird er nicht lange behalten. Also das ist alles sehr weit ausanalysiert und ich denke, Schwarz hat in dieser ganzen Variante keine Probleme. Deswegen war ich hier ganz zufrieden, das aufs Brett zu bekommen. Die eine Pointe ist, auf Läufer schlägt B5, nehmen wir schön auf E4 weg. Springer E4 und Dame A5 Schach und bekommen unseren Läufer zurück und auch die Stellung hier. Gehen sehr forciert weiter jetzt mit Springer D2 und enden dann in ausgeglichenen Stellung. Als ein bisschen kritischerer Versuch hier gilt der Zug Springer steht B5, den Blühbaum gegen mich gespielt hat. Nun ist Turm E8 der richtige, den ich auch gemacht habe, greift den E4 an und auch den D5 tatsächlich, weil der Bauer auf E4 ja gefesselt ist. Weiß rochiert normalerweise hier weg, was auch kam. Springer steht E4, Turm E1 greift den Springer auf E4 an und nun ziehen wir den nicht direkt etwa zurück, sondern haben hier den starken Zug A6. Kleiner Zwischenzug, war mir auch noch bekannt, habe ich hier dann aufs Brett bekommen. Und ja, jetzt wählt Weiß eigentlich immer zwischen Springer A3 und dem Zug, den er gespielt hat, Springer C3. Falls der Springer nach A3 geht, ist natürlich der offensichtliche Zug, der bedrohte Springer kommt weg, kann später nach C4. Aber es hat sich gezeigt, dass Schwarz hier ganz in Ordnung ist. Nach Springer F6 sollte man hier mit dem Springer auf E8 nehmen. Und ja, man steht zwar mit den Figuren viel auf der Grundreihe, kann sich aber hier ganz gut entwickeln, auch ganz gut gegen den Bauern auf D5 spielen und hat hier schönes Gegenspiel. Also auch die Stellungen sind ausgeglichen. Matthias spielt das bekannte Springer C3, was einen Bauern opfert. Den Bauern sollte Schwarz auch mitnehmen. Springer schlägt C3, Turm E8, Dame E8, nimmt. Ein Bauer mehr ist ja schon mal nicht der schlechteste Start in die Partie, dachte ich. Turm B1, natürlich ist das alles noch bekannt. Hier gibt es viele Vorgängerpartien, wenn ihr mal schaut. Aber auch hier, denke ich, ist Schwarz völlig in Ordnung. Also wenn euch die Variante interessiert, guckt euch das mal an. Gegen die moderne Hauptvariante ist Schwarz völlig in Ordnung. Trotzdem natürlich gegen so einen starken Mann ist man sich hier nicht so sicher. Man steht ein bisschen passiv. Ich spiele jetzt hier Springer D7. Das ist auch der richtige Zug, sich zu entwickeln. Und nun ist der Hauptzug für Weiß eigentlich Dame A4. Stellt hier diese Fesselung auf. Weiß möchte natürlich früher oder später so ein bisschen gegen den D6 spielen. Es gibt aber auch Motive, dass die Dame mal rüberschwenken könnte zum Königsflügel und mich angreifen kann. Deswegen ist hier noch wichtig zu wissen, Dame D8 zu spielen. Geht aus dieser Fesselung raus und kontrolliert das Feld H4. Ja. Stattdessen wählt Matthias hier nach dem ersten etwas längeren Nachdenken den Zugläufer H6. Gut, stellt sich hier vor mein König hin, schränkt hier natürlich ein bisschen ein. Und hier habe ich mir einige Zeit genommen, für eine Blitzpartie einige Zeit, und habe dann Läufer F6 gespielt. Der bessere Zug hier wäre einfach gewesen Springer E5. Irgendwelche Gespenster hatte ich hier gesehen, dass der Läufer auf C3 Probleme bekäme oder so, weil er jetzt abgesperrt ist, aber tatsächlich funktioniert hier nichts für Weiß. Ich weiß auch nicht, was Matthias geplant hatte. Und wenn Weiß den nimmt, dann nehme ich mit dem Läufer. Und ich glaube, hier hat Weiß es sehr, sehr schwer, Kompensation zu zeigen für den Bauern. Ich habe erstmal einen mehr. Und so hätte ich, denke ich, ziemlich einfach eine gute Stellung erreicht. Weil nach Springer E5, klar, ich habe Raumnachteil, ich werde so ein bisschen attackiert gleich. Ich möchte natürlich Figuren tauschen und das schaffe ich hier auf jeden Fall. Deswegen wäre das jetzt hier der deutlich stärkere Zug gewesen. Als mein Rückzug, Läufer F6. Ich wollte wahrscheinlich alle Felder hier irgendwie abdecken, aber das war nicht nötig. Und nun zeigt Matthias hier ein normales Standardmanöver, nämlich der Springer auf F3, der ja keine Felder hat, wird umgruppiert. Über D2 kann er gleich dann nach C4 oder nach E4 gehen und dann meinen Bauern auf D6 zum Beispiel attackieren. Ja, wie schon gesagt, ich möchte Figuren hier vom Brett nehmen, deswegen Turm B8. Guter Zug, tauscht die Türme ab. Das macht er jetzt auch. Wobei Turm B8 jetzt hier, glaube ich, sogar einen kleinen Haken hatte, wenn er jetzt richtig gespielt hatte. Jetzt ist nämlich die Frage, wo geht der Springer hin? Nach E4 oder nach C4? Und die deutlich bessere Wahl wäre jetzt hier Springer C4 gewesen. Mit Angriff auf D6 und nach Dame E7 zum Beispiel, Läufer F4, bekomme ich hier schon ein paar kleine Probleme, weil auch Läufer E5
muss ich wahrscheinlich spielen, aber dann tauscht Weiß den ab und bekommt einen D-Freibauern. Hier hat Weiß wahrscheinlich eine ganz gute Stellung, gute Kompensation für den Bauern, den er mir gegeben hat, der hier zugegebenermaßen erstmal nicht viel wert ist. Also man sieht, Läufer F6, mein Rückzug war ein bisschen zu passiv. Und Matthias hat hier die Chance nicht genutzt und Springer E4 gespielt. Greift natürlich Läufer und Bauer auf D6 an, aber ich kann hier ganz komfortabel Läufer E5 spielen. Deckt beides ab. Jetzt spielt er F4, macht natürlich Sinn, greift den Läufer wieder an, der meinen Bauern überdeckt. Aber ich habe Läufer D4 mit Schachgebot, König H2. Ja, die erste Partie, die ich euch zeige, ging jetzt hier sehr schnell zu Ende, denn ich bot jetzt mit Dame E7 einfach mal Remis an. Wir hatten beide sehr viel Zeit schon verbraten. Ich hatte jetzt vielleicht noch 45, 50 Sekunden auf der Uhr, eher so 40 Sekunden. Okay, wir haben Increment gekriegt, also für jeden Zug bekommt man 2 Sekunden Zuschlag. Und ich dachte, okay, biete mal Remis an, wird wahrscheinlich eh ablehnen, aber vielleicht überlegt er 20 Sekunden und dann kommt er noch mehr in Zeitnot. Tatsächlich hat er dann aber nach kurzem Überlegen einfach angenommen. Deswegen wurde die Partie hier ziemlich prompt mit Remis beendet. Ja, ihr könnt euch mal Gedanken machen über die Stellung, ist eine spannende Stellung. Wer steht denn hier besser? Welche Farbe hättet ihr lieber gehabt? Als kleine Anregung, Dame E2 macht hier auf jeden Fall Sinn. Aktiviert die Dame und guckt Richtung A6. Das heißt, ich kann die beiden Figuren ein bisschen schlecht entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch Motive mit Läufer G5 und dann steigen irgendwelche Figuren auf F6 ein. Springer oder Läufer. Und diese Fesselung könnte mal eine Idee sein. Andererseits hat Schwarz hier natürlich seinen Mehrbauern auf C5. Und wenn er es schafft, hier irgendwie was abzutauschen, so vielleicht sogar die Dame vom Brett zu nehmen, dann steht Schwarz natürlich gut. Ja, also das als kleiner Einstieg hier, um mal wieder den Kanal wieder zu beleben, war meine Partie gegen Matthias Blühbaum. Mit dem Remis konnte ich natürlich sehr zufrieden sein in der 8. Runde. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Stellung haltet hier am Ende. Welche Farbe hättet ihr lieber? Wie geht's weiter? Wer steht besser? Und ich mache dann weiter mit den nächsten Partien gegen die deutschen Nationalspieler, die ich euch hier zeigen werde. Bis dahin.